Willkommen zum vierten Teil in unserer Reihe von QGIS-Tutorials. Wie ihr schon bereits sehen könnt, wird dieses Tutorial in zwei Teile unterteilt. Der erste beschäftigt sich hierbei mit der Erstellung von Rasterdaten, während der zweite die Darstellung von Rasterdaten behandelt. In diesem ersten Teil wird das Runterladen und Zusammenführen von Rasterdateien besprochen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr keine einzelne Rasterdatei habt, mit der ihr arbeiten möchtet, sondern eben einen Datensatz, der aus beispielsweise mehreren Kacheln besteht. Falls ihr schon eine Datei habt, mit der ihr arbeiten möchtet, könnt ihr zu Video 2 zur Darstellung übergehen. Noch einmal zur Erinnerung, bei einem Raster handelt es sich um ein regelmäßiges, kontinuierliches Gitter von Pixeln. Dieses ist geeignet für die Darstellung von Fotos, wie bereits in vorherigen Videos schon gesehen, aber auch zur Darstellung von Temperatur und der Topografie. Für dieses Video habe ich mich dazu entschieden, mich mit der Topografie der Gemeinde Aachen zu beschäftigen. Dazu habe ich zuerst nach der Seite des geoportals.nrws gesucht, da man über diese Seite die Daten am besten herunterladen kann. Die Seite geoportal.nrw ist unterschiedlich zu der des Open Geoportals von NRW. Deshalb werde ich im Folgenden noch einmal kurz auf den Download eingehen, da dieser hier etwas anders abläuft. Als erstes klicke ich also auf die Seite des Geoportals und dann hier oben einmal auf Download. Nachdem ich das Dialogfenster geschlossen habe, taucht dann auch hier dieses Feld für die Downloads auf. Falls das Ganze bei euch nicht auftauchen sollte, kann ich das hier drüben über offene Daten herunterladen einblenden. Als erstes muss ich mein Wunschgebiet auswählen. Das kann ich am einfachsten machen, indem ich aus Gebietslisten auswählen auswähle. Und hier dann bei den Gemeinden einmal die Stadt Aachen anklicke. Hier unten kann ich dann auf Übernehmen gehen. Und hier ist auch einmal der Bereich der Gemeinde in Gelb dargestellt. Dann weiß ich auch, dass ich das richtige Gebiet ausgewählt habe. Als zweites muss ich dann noch das Produkt auswählen. Das kann ich hier machen, indem ich die Produktübersicht öffne. Und dann einmal nach Geländemodell suchen. In dieser Liste werden mir nun zwei verschiedene Modelle angezeigt. Einmal das digitale Oberflächenmodell hier oben und das digitale Geländemodell. Beide sind eine Darstellung der Höhe bzw. der Topografie, unterscheiden sich jedoch in einem wichtigen Punkt. Und zwar wird bei einem digitalen Geländemodell die Geländehöhe ohne Vegetation und ohne Gebäude dargestellt. Das heißt, diese wurden herausgerechnet. Bei einem digitalen Oberflächenmodell werden Vegetation und auch Bauwerke mit dargestellt. Auswählen tue ich für mein Beispiel das digitale Geländemodell. Hier drüben klicke ich auch noch einmal kurz auf die Produktdetails, denn hier wird das Bezugssystem, das EPSG 25832, angegeben. Den einzelnen Kacheln wird in QGIS nicht automatisch ein Koordinatenbezugssystem zugewiesen. Und das Ganze muss ich selber noch einmal nachträglich durchführen. Mithilfe von diesem EPSG-Code ist das Ganze jedoch sehr leicht. Unten klicke ich dann noch einmal auf Übernehmen und schon wird das Ganze hier vorne in der Liste angezeigt. Dann klicke ich noch auf Zum Download. Das Ganze kann dann einige Sekunden dauern. Wenn der Download dann aber zur Verfügung steht, muss ich hier nur noch auf Alle herunterladen klicken und der Download wird automatisch gestartet. Anschließend muss ich die Daten natürlich noch in den entsprechenden Ordner verschieben und wieder entpacken. Bei diesen Daten müsst ihr jedoch darauf achten, dass sie doppelt komprimiert wurden. Das heißt, einmal müsst ihr die ZIP-Datei entpacken und dann die einzelnen Kacheln noch einmal erneut entpacken. Wenn ihr dann all eure benötigten Daten heruntergeladen und entpackt habt, könnt ihr QGIS öffnen und dann hier unten im Browserfenster euren Ablageort aussuchen. Die entsprechenden Kacheln könnt ihr nun per Drag and Drop in das Layer-Fenster ziehen. Nachdem sie hereingeladen wurden, könnt ihr hier oben neben dem Layer ein kleines Fragezeichen sehen. Das bedeutet, dass dem Layer eben keine Projektion bzw. kein Koordinatenbezugssystem zugewiesen wurde. Das könnt ihr lösen, indem ihr hier oben auf das Fragezeichen einmal klickt. Und dann hier aus dieser Liste das entsprechende Koordinatensystem aussucht.
Da wir uns ja eben die Produktdetails angeguckt haben, wissen wir, dass das EPSG 25832 das Richtige ist. Das wähle ich hier also einmal aus und drücke dann OK. Und schon hat sich das Ganze einmal gelöst. Mein Projekt selber wird jetzt hier noch in einem anderen EPSG dargestellt. Das kann ich aber ändern, indem ich das hier unten auch einmal auswähle. Genau. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine OSM-Karte in den Hintergrund lädt, könnt ihr auch die Lage überprüfen, ob das Ganze funktioniert hat. Hier kann ich jetzt erkennen, dass die Kachel auf jeden Fall an der richtigen Stelle liegt, da zum Beispiel die Straßen hier übereinstimmen. Das Ganze muss dann für die weiteren Kacheln wiederholt werden. Ich würde euch empfehlen, nicht zu viele Kacheln auf einmal hinzuzufügen, außer ihr habt einen sehr leistungsstarken Computer, da das Programm bei diesen großen Datenmengen gerne mal abstürzen kann. Wenn ihr dann alle einzelnen Kacheln eurem Projekt hinzugefügt habt, könnt ihr sie im nächsten Schritt zusammenführen. Das erleichtert auch die weitere Arbeit mit der Rasterdatei. Die Funktion, die ich dafür brauche, nennt sich Verschmelzen. Am einfachsten ist es, wenn ich sie über die Verarbeitungswerkzeuge suche. Falls dieses Bedienfeld hier bei euch noch nicht auftaucht, könnt ihr das ganz einfach über Ansicht und Bedienfelder hier unten einmal einschalten. Unter Verarbeitungswerkzeuge suche ich also nun nach Verschmelzen. Die Funktion Verschmelzen ist Teil von einer Erweiterung. Es kann sein, dass diese bei euch nicht aktiviert sind und dann auch hier unten nicht auftauchen. Falls das der Fall ist, geht ihr hier oben einmal auf Erweiterungen und dann Erweiterungen verwalten und installieren. Hier könnt ihr dann einmal eure installierten Erweiterungen sehen. Klickt ihr zum Beispiel auf die Topologieprüfung, könnt ihr sehen, dass es sich dabei um eine Kernerweiterung handelt. Diese könnt ihr nicht aus Versehen deinstallieren. Es kann aber sein, wie wenn hier etwa bei mir der Haken daneben fehlt, dass sie dann auch unter den Verarbeitungswerkzeugen nicht angezeigt werden. Falls bei euch also die Funktion Verschmelzen fehlt, klickt ihr hier dann einfach die entsprechenden Haken und die Funktionen werden hinzugefügt. Nun gehe ich hier drüben einmal auf Verschmelzen und gelange dann zu diesem Feld. Bei dem Eingabelayer handelt es sich um die einzelnen Kacheln, die ich hinzugefügt habe. Deshalb klicke ich hier drüben einmal auf Alle wählen. Und dann hier unten noch einmal auf OK. Unter den fortgeschrittenen Parametern kann ich noch einen Null- und einen Leerwert setzen. Hier ist es am besten, wenn ihr euch einen Wert aussucht, der in eurem Datensatz nicht vorkommt, wie etwa minus 9999. Als letztes bestimmt ihr dann noch den Speicherort, zum Beispiel hier, und startet den Prozess. Wenn der Prozess dann einmal durchgelaufen ist, erhaltet ihr am Schluss dieses digitale Geländemodell. Ich würde euch empfehlen, die Kacheln, die ihr zu Anfangs hinzugefügt habt, nun wieder herauszulöschen oder eben ein neues Projekt aufzumachen, in das ihr dann nur das vollständige Geländemodell hinzufügt, da ihr dadurch auch die Leistung und die Schnelligkeit, mit der die einzelnen Prozesse ausgeführt werden, verbessern könnt, da im Hintergrund eben nicht diese über 200 Layer geladen werden müssen. Damit sind wir dann auch am Ende des ersten Videos und in 4.2 behandeln wir, wie gesagt, dann auch die Gestaltung dieses Geländemodells.